Guten Tag und herzlich willkommen zum Frankfurter Kreis, dem Finanztalk von Mein Geld TV. Themen- und Spezialfonds sind das Gegenteil von Mischfonds. Im Vergleich zu breit gestreuten Fonds, wie zum Beispiel Mischfonds, sind sie weit diversifizierter und bieten mehr Sicherheit im Vergleich zu den Themen- bzw. Trendfonds. Wenn diese Trendfonds oder diese Themenfonds den richtigen Riecher haben, können Anleger extrem davon profitieren und hohe Renditen erreichen. Doch die Bandbreite kann auch in die andere Richtung gehen. Daher haben wir heute Experten eingeladen, um herauszubekommen, was steckt denn hinter dem Themenfonds und wie kann ein Investor davon profitieren. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast, Herrn Ivan Domjanic. Er ist Investment Associate bei M&G Investments. Guten Tag. Ganz herzlich eingeladen haben wir Herrn Walter Liebe, er ist Senior Investment Advisor bei Pictet Asset Management. Danke für die Einladung. Eingeladen haben wir Herrn Detlef Gloff, er ist Head of Lipper EMEA Research bei Refinitiv. Guten Tag. Bei uns zu Gast ist Carsten Röhmheld, er ist Kapitalmarktstratege bei Fidelity International. Hallo. Und last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Philipp Graf von Königsmark. Er ist Head of Wholesale Sales bei Legal General Investment Management. Guten Tag. Herr Domjanic, welche Vorteile bieten diese Fonds im Vergleich zu Branchenfonds im Allgemeinen? Ja gut, zum einen ist der Vorteil, dass ein Themenfonds branchenübergreifend ist und damit in den meisten Fällen auch breiter diversifiziert ist als ein reiner Branchenfonds. Wenn Sie sich beispielsweise die Technologiebranche anschauen, dort haben Sie ja zum einen haben Sie das Cloud-Geschäft und das Software-Geschäft, welches stark am Wachsen ist. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch zum Beispiel das klassische Computer-Hardware-Geschäft, wo die Wachstumsraten eher stagnieren, teilweise sogar rückläufig sind. Und mit einem Themenfonds können Sie gezielter in diese Wachstumsbereiche investieren. Und das ist eben der große Vorteil. Und damit verspricht man sich letztendlich auch eine bessere Performance. Man hat auch in den Branchenfonds traditionell eine höhere Korrelation. Das heißt also, dass die Aktien in einer Branche tendenziell eher miteinander performen als gegeneinander beispielsweise. Bei dem Thema, das über mehrere Branchen hinweg geht, hat man eine breitere Diversifikation tatsächlich und die Korrelation innerhalb des Themas ist unter Umständen viel breiter gestreut, als das bei einer Branche der Fall wäre. Weil er kann sich innerhalb der Branche die Themen aussuchen. Ich würde ganz gerne an das Wort von Herrn Domjanic anknüpfen. Gängige Indizes und damit auch Sektorindizes verkörpern die Gewinner der Vergangenheit. Das heißt, diejenigen Unternehmen, die hochkapitalisiert sind, sind damals stark gewachsen. Im Gegensatz dazu fokussiert sich ein Themenfonds auf die Gewinner von morgen. Die können kleiner kapitalisiert sein, sie sind häufig noch nicht so vertreten in Indizes und deswegen sind Themenfonds sehr häufig stark abweichend von den gängigen Indizes. Andere Aktien in einem Portfolio sorgen, dass ein gesamtes Portfolio inklusive Themenfonds auch einen Diversifikationsvorteil bietet. Wir verlassen allerdings komplett bestehende sektorale Zuordnungen. Also die interessieren uns gar nicht. Wir identifizieren das Thema und suchen die Unternehmen raus. Und Sie können sich vorstellen, also bildlich vorstellen, wir gehen wie mit einer Hake immer durch dieses Thema und fischen die Titel raus, die besonders attraktiv und direkt diesem Thema zuzuordnen sind. Das führt dann dazu, dass wir eine ganz hohe Reinheit, also einen reinen Zugang zu diesem Thema bieten. Und insofern sind uns andere Indizes auch vollkommen wurscht. Und Sie können davon ausgehen, und das ist für die Kunden sehr wichtig, wenn die eine bestehende zum Beispiel MSCI-Logik haben, dann wollen die mit einem neuen Thema keine große Überlappung haben zu Titeln, die bereits in MSCI vorhanden sind. Die wollen was anderes. Die wollen eine Ergänzung haben. Die liefern wir. Also wir haben eine Überlappung unserer Titel und somit fast keine Klumpenrisiken in einem einstelligen Prozentsatz. Ja, also was weiß ich, 1% der Titel, die in MSCI World sind, sind bei uns in thematischen ETFs. Und somit ist das eine wunderbare Ergänzung. So, Herr Röhmheld, wenn ein Anleger jetzt sagt, ich entscheide mich für diese Klasse, ich finde sie gut, auf was sollte er denn achten bei seiner Entscheidung? Der Anleger sollte sich gut überlegen, ob er ein bestimmtes Thema als langfristig am Markt etabliert sieht, ob er sich damit identifizieren kann, ob er auch ein ausgewogenes anderes Portfolio im Hintergrund hat, in das dieses Themengebilde hereinpasst. Und er sollte sich intensiv auch damit auseinandersetzen, wer das Produkt anbietet, denn es gibt viele Themenfonds und viele Bereiche. Ich glaube, ein weiteres Qualitätskriterium für den Anleger, wenn er auf einen Branchenfonds oder auch einen Themenfonds schaut, ist ganz klar das Fondsvolumen.
da wir in der Vergangenheit häufiger erlebt haben, dass diese Fonds halt vom Markt verschwinden. Dann habe ich als Anleger das Problem, was mache ich jetzt? Ich war von dem Thema überzeugt, in das ich investiert habe und finde dann vielleicht kein Anschlussinvestment mehr. Deswegen sollte man darauf achten, dass das Fondsvolumen irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen steht und am besten weiter wächst. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema: Sind Themenfonds ein Marketing-Gag oder ein langfristiges Investment?